Weiter geht's mit der Zugspannung. Wir wollen uns mal das neue Problem hier angucken. Wir haben zwei Seile, die in die Decke eingelassen sind, S1 und S2. Und die beiden treffen sich irgendwo und an diesem Knotenpunkt hängt jetzt noch ein drittes Seil und an dem hängt irgendein Objekt, das eine Gewichtskraft von 10 Newton hat. Und wir wollen jetzt mal rauskriegen, wie groß ist denn die Spannung, die auf jedem dieser einzelnen Seile eigentlich hängt. Oder die Seile ausüben sozusagen. Fangen wir doch am besten erstmal mit S3 an. Oder noch besser, lass uns erstmal anfangen und uns gucken, welche Kräfte wirken denn überhaupt hier auf das ganze System. Wenn das Objekt hier unten 10 Newton wiegt oder ein Gewicht von 10 Newton hat, dann ist natürlich die Gravitationskraft, die uns nach unten zieht, 10 Newton groß. Richtig? 10 Newton. Wenn diese Kraft hier die einzige wäre, die auf das Objekt wirken würde, dann würde es nach unten beschleunigen. Das sagt uns ja das erste Newtonsche Gesetz. Das heißt, die Frage, wie groß die Zugspannung an diesem Punkt hier ist, also auf diesem Seil, die auf diesem Seil hier hängt, die ist ziemlich trivial. Die muss natürlich dann auch 10 Newton sein. 10 Newton. Oder machen wir ein bisschen Beträge draus. Zack. Weil der hier zeigt ja nach unten und der hier ist ja nach oben gerichtet. Das heißt, hier liegt auf jeden Fall betragsmäßig eine Kraft von 10 Newton drauf. Weil wir müssen ja die Kraft hier unten ausgleichen, damit sich dieser Punkt hier, ich zeichne nochmal gelb nach, damit dieser Punkt nicht anfängt, sich zu beschleunigen. Und das tut er ja offensichtlich nicht. Also, haben wir das erste schon gelöst. Jetzt wissen wir also, dass auf den Punkt hier oben eine Kraft wirkt, die genauso groß ist wie die Gewichtskraft, und zwar genauso groß wie die Gewichtskraft, also 10 Newton. Jetzt gucken wir uns mal die beiden hier an. Das sind ja, auf die wirken ja auch Kräfte, also auf den Punkt hier. Und zwar einmal wird er natürlich in die Richtung hier gezogen, in die Richtung, und einmal natürlich noch in die andere Richtung, also in die Richtung von S2. Na, halt mal die gleiche Farbe bei. Ich denke, das hilft zum besseren Verständnis. Also, das ist die Seite hier drüben. So, und wenn das wieder Vektoren sind, dann können wir die uns ja auch einfach wieder zerlegen in ihre X- und Y-Komponenten. Also, wir nehmen einfach mal, der hier drüben hat ja eine X-Komponente, dieser Vektor hier, die nach hier zeigt. Und der hier drüben hat dann ja auch eine X-Komponente. Ich zeichne es mal diesmal ein bisschen kleiner ein. Hat auch eine X-Komponente. Und wir wissen ja auch schon, wie groß die beiden sind. Wenn wir wissen, dass der Winkel hier oben Alpha ist, dann ist der Winkel hier unten ja auch Alpha. Richtig? Das sagt uns ja auch die Trigonometrie. Oder wir wissen ja auch, wenn das hier gleich ein Dreieck wird, und das hier oben Alpha ist, dann ist das andere hier 90 minus Alpha, dann haben wir 90 und 90 minus Alpha, und dann ist das hier wieder Alpha. Und auf der anderen Seite wissen wir natürlich, dass der Winkel hier unten dann auch Beta sein muss. Richtig? Weil wenn der Winkel hier oben Beta ist und wir hier schon gesagt haben, dass die beiden gegenüberliegenden gleich groß sind, dann sind die hier natürlich auch gleich groß. So, dann können wir mal gucken, das ist also die Ankathete von diesem Winkel. Das heißt, die Größe oder der Wert, die Länge von diesem Vektor muss dann ja die Hypotenuse sein, also S1 mal, und bei der Ankathete nehmen wir den Cosinus. Den Cosinus, und ich setze jetzt mal gleich schon ein von 30 Grad. Von 30 Grad. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich mit der gleichen Begründung, das ist ja auch die Ankathete zu diesem Winkel, also nehmen wir wieder die Hypotenuse, also in dem Fall S2, und multiplizieren diesmal mit dem Cosinus von Beta. Und Beta, haben wir hier drüben hingeschrieben, ist 60 Grad, also Cosinus von 60 Grad. So, lass uns das Bild erstmal noch komplettieren, würde ich sagen, damit man sieht, wo das Ganze nachher drauf hinausläuft. Also wir haben ja hier noch einen Vektor, der nach oben zeigt. Und wir haben die extra so angeordnet, dass das ein rechter Winkel wird. Und hier drüben haben wir natürlich auch noch einen, ich nehme mal die gleiche Farbe, hier drüben haben wir auch noch einen, der auch nach oben zeigt. Und die beiden zusammen, das wissen wir ja schon, oder lass uns erstmal, machen wir anders, lass uns erstmal die beiden X-Komponenten machen. Der Punkt hier, der bewegt sich ja auch nicht, der wird nicht beschleunigt. Das heißt, wieder mit der gleichen Begründung, also wegen Newtons erstem Gesetz, müssen alle Kräfte, die auf diesem Punkt hier wirken, sich gegenseitig ausgleichen. Das heißt, die X-Komponenten müssen sich auf jeden Fall ausgleichen. Demnach muss die Kraft, die hier rot eingezeichnet ist, genauso groß sein wie die Kraft, die hier violett eingezeichnet ist. Also wissen wir, S2 mal Cosinus von 60 Grad muss genauso groß sein wie S1, welche Farbe war das? Das war die hier. S1 mal Cosinus von 30 Grad. S1 mal Cosinus von 30 Grad. Das können wir noch ein bisschen vereinfachen. Cosinus 30 Grad ist das gleiche wie Sinus von 60 Grad.
Das ist also Wurzel 3 halbe. Und Cosinus von 60 Grad ist das gleiche wie Sinus von 30 Grad, also 1 halb. Also können wir das ja auch ein bisschen anders schreiben. Ich bring mal alles auf eine Seite. Also ich ziehe mal jetzt hier noch S2 ab. Also würde hier links ja noch übrig bleiben 0, wenn ich S, also 1 halb S2 hier abgezogen habe. Und hier links steht dann Wurzel 3 halbe. Wurzel 3 halbe S1. S1 minus, und das hier haben wir ja abgezogen, also minus 1 halb S2. So, das lassen wir mal erstmal so stehen. Ich habe irgendwie im Gefühl, dass wir das nachher nochmal brauchen könnten. Mal gucken. Also, lass uns mal mit der Y-Komponente dann weitermachen. Ich zeige noch so ein schönes Kästchen hier drum. Okay. Jetzt gucken wir uns die beiden Y-Komponenten an. Was wissen wir denn in die vertikale Richtung? Auf diesen Punkt hier wirkt die Gravitationskraft, und zwar mit einem Wert von 10 Newton. Da der Punkt sich ja hier nicht in vertikale Richtung beschleunigt, in welche auch immer, müssen die Kräfte, die auf dem Punkt hier wirken, sich ausgleichen. Das heißt, alle Kräfte, die nach oben zeigen, müssen zusammen auch 10 Newton ergeben, weil die sind ja die einzigen, die gegen den hier wirken. Und welche Kräfte haben wir, die dagegen wirken? Naja, das ist der hier und der hier. Die müssen also zusammen auf jeden Fall so groß sein wie 10 Newton. Das können wir uns ja auch nochmal hinschreiben. Also wir wissen, dass 10 Newton genauso viel ist wie der hier plus den hier. So, jetzt können wir noch gucken, wie groß die denn eigentlich sind. Der hier ist ja so groß wie die Hypotenuse, S1. Und da das diesmal ja die Gegenkathete ist zu Alpha, also mal dem Sinus von Alpha. Und Alpha war 30 Grad. Alpha war 30 Grad. Und mit der gleichen Begründung ist er natürlich hier drüben. Diese Seite, S2, also die Hypotenuse von dem Dreieck, mal dem Cosinus von, Quatsch, mal dem Sinus von Beta. So, nichts verwechseln. Alpha, Beta, Cosinus, Sinus, alles hört sich ziemlich gleich an. Also, wir wissen also, dass 10 Newton genauso groß ist wie die Summe aus dem Vektor plus dem Vektor. Und wenn wir das einfach mal hinschreiben, ich nehme mal die gleiche Farbe wie für den Vektor, oder für die beiden Vektoren, haben wir also 10 Newton, muss genauso groß sein wie S1 mal Sinus von 30 Grad, also Sinus von 30 Grad ist 1 halb, schreibe ich mal davor, plus Sinus von Beta ist 60 Grad, also Wurzel 3 halbe mal der Hypotenuse, also mal S2. S2. So, und da ich so halbe Beträge oder generell Brüche nicht mag, rechnen wir mal 2. Und dann haben wir noch eine Formel, die ein bisschen schön aussieht. Ich mache mal hier so einen Strich hin, dass wir das abgrenzen können. Also 20 Newton. Ich habe nur mal 2 gerechnet. 20 Newton ist dann hier S1 plus Wurzel 3 S2. Oh, das ist natürlich ein Subskript eigentlich. Die muss natürlich da unten hin. So, wenn wir uns jetzt die Formel hier unten, hier oben, nochmal hier drunter schreiben, unter die hier, und ich rechne mal auch gleich wieder nochmal mal 2. Dann wissen wir auch, dass 0 Newton genauso viel sein muss wie Wurzel 3 S1. Wurzel 3 S1 minus. Und wenn ich hier mal 2 rechne, habe ich ja S2. S2. So, und jetzt sieht man ja vielleicht schon, jetzt ist es ein ganz normales, simples Gleichungssystem. Und wir können, ja, was wollen wir machen? Wie wollen wir machen was? Ich würde sagen, wir rechnen die Formel hier oben mal Wurzel 3. Also haben wir dann 20 Wurzel 3 Newton ist genauso groß wie das hier mal Wurzel 3 ist Wurzel 3 mal S1. Wurzel 3 S1. Und, ach, was habe ich denn hier gemacht? Ich sehe gerade, das ist natürlich nicht Wurzel S1. Das ist natürlich Wurzel 3 S1. Wurzel 3 S1, richtig, weil das kam ja von dem hier oben. Wurzel 3 mal S1. So, wo waren wir stehen geblieben? Wir wollten die Formel hier oben mal Wurzel 3 rechnen. Und Wurzel 3 mal Wurzel 3 ist natürlich nur 3, also plus 3 mal S2. Und der Grund, warum ich das gemacht habe, ist jetzt einfach, jetzt können wir die Formel oder von der Formel hier oben können wir einfach die Formel hier drüben oder hier drunter abziehen. Also wir rechnen sozusagen die Formel hier minus die hier. Ich mache mal hier ein Strichchen, um die beiden abzugrenzen. Und das Ergebnis davon ist dann ja 0 Newton minus 20 Wurzel 3 Newton sind minus 20 Wurzel 3 Newton. Ist gleich.
Wurzel 3 ist 1 minus Wurzel 3 ist 1. Und genau deswegen haben wir hier oben die Formel mal Wurzel 3 gerechnet. Ist nämlich genau 0. Dann haben wir minus S2. Und dann haben wir ja hier minus 3S2. Haben wir also minus 4S2. So, damit haben wir ja schon fast alles geschafft. Wir rechnen jetzt also noch durch minus 4. Wir teilen oder wir rechnen mal minus 1 Viertel, weil ich Brüche so gern mag. Also nehmen wir die minus 20 hier und nehmen davon einfach ein Viertel, also ein negatives Viertel. Also wissen wir, dass hier dann noch eine 5 übrig bleibt, mal Wurzel 3. Die Einheit ist Newton. Ist das gleiche wie, und wenn wir hier minus 4 mal minus 1 Viertel rechnen, ist das ja genau 1. Also wie S2. Ja, und damit sind wir schon wieder fertig, was S2 angeht. Da wir uns ja schon angeguckt haben, in welchem Verhältnis die beiden wieder zueinander stehen, S1 und S2, also einmal könnten wir das hier nehmen, oder wir können uns eigentlich jede Formel aussuchen, die wir jetzt hier drin hatten. Nehmen wir mal irgendeine, die ein bisschen leichter war. Nehmen wir gleich die hier mit den 20 Newton. Und setzen da jetzt einfach unser Ergebnis für S2 ein. Also nehmen wir mal die Formel hier. Ich wechsle mal nochmal die Farbe. Nehmen wir, weiß hatten wir noch nicht. Also wir wissen, dass 20 Newton genauso viel ist wie S1 plus Wurzel 3 mal dem hier unten. Also Wurzel 3 mal 5 mal Wurzel 3 Newton. So, das heißt, 20 Newton sind genauso viel wie, hier kommt natürlich eine 1 ran. Wurzel 3 mal Wurzel 3 ist einfach nur 3 und 3 mal 5 sind 15. Also S1 plus 15 Newton. Und dann ziehen wir noch 15 Newton ab und wissen, ich tausche mal die Seiten oder, na, wir lassen es so, wir haben es ja hier unten auch so gemacht. Also 20 minus 15 sind 5 Newton. S1. Und fertig sind wir. Gucken wir uns nochmal unsere Zeichnung oben an. Unsere Zeichnung. So müsste eigentlich alles ganz gut drauf sein. Wir wissen also, dass S1 ist 5 Newton und S2, da wirkt eine Kraft von 5 Wurzel 3 Newton drauf. Das heißt, die Kraft, die auf das Seil hier wirkt, ist größer als das Seil. Oder die Kraft, mit der an dem Seil hier gezogen wird, ist größer als die hier. Und ich denke, das macht ja auch intuitiv ein bisschen Sinn, weil der Winkel hier ist ja viel steiler als hier drüben. Oder andersrum gesagt, dadurch, dass das steiler ist, muss der hier mehr Kraft von unten nach oben, also für die Y-Komponente, aufwenden als für die X-Komponente. Und die hier, die zieht natürlich mehr nach rechts an dem Punkt hier als nach oben. Aber beide zusammen ziehen auf jeden Fall genauso stark daran wie unsere Gravitationskraft.